Hey Essential, willkommen zurück. Jetzt müsste die Ankündigung gerade gekommen sein. Und alles klar bei dir? Ja, bisschen voll gefressen. Ja, oder ich habe heute wieder gekocht. Aber ansonsten alles soweit schnuffte. Ich denke, wir können überblenden, oder? Magische Überblende. So, hallihallo und herzlich willkommen. Und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute nach langer Zeit gibt es wieder was Handwerkliches oder was Kunsthandwerkliches, wie auch immer. Wir stricken. Und zwar einen Schal. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wir zusammen eine schöne Zeit haben können, zusammen den Tag ausklingen lassen. Ein bisschen über den Tag erzählen. Einfach zusammen entspannen. Da freue ich mich drauf. Wie neuerdings immer üblich, zu Anfang den Hinweis. Für alle, die das Video vom Stream gerade auf Twitch gucken sollten, im Nachhinein. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten, wenn ihr einfach hier runterscrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube. Und dort werde ich nach dem Stream wie immer das Video vom Stream hochladen und freue mich sehr über eure Kommentare. Genau, dann legen wir mal los. Ich habe hier noch einen Knoten drin. Das soll aber so sein. Das ist ja der Anfangsknoten. Muss ich kurz ein bisschen aufdröseln. Ich hoffe, man sieht alles gut. Wie war dein Tag so, Essential? Schneit's bei euch auch? Hey Jenny, willkommen zurück. Hier schneit's nicht? Okay, hier schon. Ah, okay. Und danke für deinen. Hat man den Alert denn gehört? Ich habe ja neulich Probleme mit den Sound Alerts. So, das ist also vor. Hast du gehört? Okay. Ja, relativ entspannt. Ich habe heute ganz übel verschlafen. Aber trotzdem irgendwie den Haushalt noch auf die Reihe gekriegt. Von daher
Soweit alles okay. Also es wird kein breiter Schal, aber trotzdem ein sehr fluffiger. So viel kann ich schon mal versprechen. Und der geht dann als Giveaway raus. Irgendwann, wenn er fertig ist. Und bei dir, Jenny? Ersten Maschen sind immer ein bisschen knifflig, aber dann geht's. Vor allem, wenn man lange nicht mehr gestrickt hat. Ah, okay. Stricken kannst du nicht. Musst du ja auch nicht können. Mehr Wolle für mich. Das kann ich nicht. Ich kann mit der Strickleser kann ich nicht stricken, siehst du? Ich kann nur mit Nadeln. Ich glaube, ich mache uns mal ein bisschen Musik an, oder? Sonst arg leise. Haben wir was Weihnachtliches? Moment. Bestimmt weihnachtliche Musik hier irgendwo, oder? Alles sind da. Nee, das ist nicht speziell. Dann lassen wir es bei Jazz. Ist egal. Ja, gestern habe ich ihn leer gekriegt. Also, ich darf es halt nicht vergessen, ihn zu machen und zu trinken. Dann klappt es schon ganz gut. Ja, wie erwähnt, die erste Reihe ist die schwierigste, die ist so ein bisschen fester, aber dann flutscht es eigentlich ganz gut. Ich mag die Pomponwolle mit der, sie ist relativ schnell ein Ergebnis. Ja, mal relativ schnell voran. Ich meine, das sind jetzt nur 1, 2, 3, 4, 4 Maschen pro Reihe. Und um auf die Breite zu kommen mit normaler Wolle, jetzt mal vergleichen, bestimmt 20 Maschen bräuchte man dort. Deswegen kriegt man da relativ schnell eine gute Länge zusammen.
Also das Fünffache an Zeit. Und dann ist es ja auch engmaschiger, also auch ein bisschen anstrengender. Also so geht's eigentlich relativ entspannt. Und hallo, Imba-Eltern. Und hallo, einfach Uwe. Ich hoffe, du bist kein Bot. Gut, Weihnachtsmusik ist halt auch wahrscheinlich immer lizenzbehaftet. Hallo Lars, willkommen zurück. Und danke für deine Nachricht. Das hat man doch neulich schon geklärt, oder? Dass ihr die nicht kennt. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Keine Ahnung. Aber ich frage es mal lieber nicht. Nicht, dass das nachher irgendwas ist, was nicht gut für den Stream wäre. Wäre mal vorsichtig. Den gibt es zu gewinnen, den Schal, der hier gerade entsteht, übrigens. Muss ich noch überlegen, wie ich das mache, wie ich den verlos, aber den gibt es denn zu gewinnen. Essential, mit wem hast du telefoniert? So wichtig.
Ja, bei uns schneit es halt jedenfalls schon den ganzen Tag. Seit vielleicht einer Stunde oder so ein bisschen mehr. Es bleibt wahrscheinlich dann auch liegen bis morgen. Ja. Mit der Heimat. Okay. Mit der habe ich vor 2 Tagen, glaube ich, auch telefoniert. Hi. Und war gut. Schön. Und da ist sie wieder, die gar wunderherrliche Stimme aus dem Ofen. Ja, moinsen. Die Stimme aus der Badewanne. Jetzt hab, weiß ich, was das ist. Also Mickey Mouse abgeklatscht, das gehört doch Disney. Ja. Ach so. Witzig. Okay. Der kann aber nicht stehen, irgendwie. Das Cape ist verbogen. Mickey Mouse abklatscht sich. Müssen wir auf jeden Fall an Heiligabend oder so gucken. Ja, hatte ich auch gedacht, Heiligabend. Und das letzte Einhorn. Nee, das kann ich nicht gucken. So Das ist mir zu, traurig. ja. Das ist bei mir Tradition schon früher immer, bevor Ja, das habe losging. ich vor ein paar Jahren mal gesehen, an Weihnachten. Also was muss man Und als Kind gucken, nicht erwachsen, also das ja. erste Mal zumindest. Ja, das erste Mal habe ich es auch als Kind geguckt, aber das ist mir zu traurig dafür. Aber was hast du denn vom Film erwartet, das hieß das letzte Einhorn? Ja, dass das irgendwie frech oder unverschämt ist oder so. Weißt Das ist das letzte, dieses du? Einhorn. Ja, genau. Das allerletzte, du. Ja. Und wenn es ganz fies ist, dann ist es ein Gemeinhorn. So wie eine Ex-Freundin von mir. Ja. Unterstes Fach ist Eis. Ach so, okay. Ach so. Amazon und dann spiele ich World of Warcraft. Okay. Ich wollte eine Kleinigkeit für Trixie. Aha. Eine Plüschschildkröte. Hallo Entennugget. Sagt der meine? Nein. Das ist ja nicht deine Farbe, oder? Außerdem magst du es nicht. Die Farbe wäre Ja. theoretisch gar nicht so verkehrt, aber ja, die Nee, wird dann deine nicht. Wolle muss oben noch irgendwo sein. Muss ich mal gucken, wo die ist. Könntest du auch gut vom Sessel ausfüllen und sowas. Ja. Auf jeden. Ich brauche mal so eine Schüssel. Es gibt so Schüsseln mit so einer Kerbe oben drin. Mit so Zum einer. Stricken extra? Ja. Da tust du den Wollknäuel rein und fädelst oben quasi in die. Das ist so eine, wie so eine Kralle, weißt Ha. du? Und da. Ah, guckst du gerade. Da fließt der Faden durch. Das ist ziemlich cool. Dann hast du nicht immer das Problem, dass der Wollknäuel zu Boden fällt. Ach so, ja, verstehe. Ja, hätte sagen müssen, bevor wir schon die Weihnachtsgeschenke für dich Ist gekauft haben. egal. Das leiste ich mir selber irgendwann. Alles gut. Wie heißt das? Strickschüssel. Strickschüssel Wenn du das tatsächlich, okay. eines findest, ist das tatsächlich. Witzig. Strickschüssel.
Kann man tatsächlich auch selber machen. Also toll sind die aber auch tatsächlich gar nicht. Das wäre zum Beispiel was für die lufttrocknende Tonmasse. Könnte ich mir sowas selber basteln. Nur mit der Wolle geht es halt nicht, die bleibt hängen an der Gabel, ist ja klar. Ja. Die Knödelwolle. Die Knödelwolle. Ja, eigentlich war ja heute Gaming angekündigt für abends, aber ich habe mich jetzt umentschieden. Ich hoffe, das schockiert euch nicht allzu sehr. Ja, erzählt was. Was habt ihr heute so gemacht? Außer mit der Heimat zu telefonieren. Heißt es, du bist gerade bei Jenny Essential, oder? Sonst hättest du ja live mit der Heimat reden können, wenn du in der Heimat wärst. Ah, schön. Oh, Verzeihung, Name geleakt. Du bist bei Inflagrante, ja. Was hat er denn da verloren? Haben die etwas miteinander? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, Inflagrante kriegt ein Kind von ihm. Ah. Ja. Da ist ein Holzfüssel drin. Außerdem will ich gar nicht so viel zu Weihnachten, du kriegst auch nicht so viel zu Weihnachten. Ich habe ja nicht gesagt, dass du viel kriegst, nur dass wir haben. Ja. Jetzt willst du direkt viel haben. Ja, klar. Dann will ich auch viel. Dann kriegst du aber nicht viel. Ich habe meine Tabletten noch gar nicht genommen. Ja, die haben geklingelt, als du gerade im Land der Träume warst. Die Musik macht mich nervös, sorry. Hast du Musik an? Ja, es sind Jazz-Geklimper. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas Rock mal ausprobieren kann. Ja, besser. Lizenzfreie Musik von Twitch. Soundtrack bei Twitch. Und Jenny, hast du Inflagranti, verzeih. Hast du schon bestellt bei Zoo Plus? Sehr witzig, dass du da so viele Punkte hast, dass du es für Ellie ausgeben willst. Ja. Mama wieder Geschenke. Ja. Die Matte ist witzig, wo seine Näpfe draufstehen. Ja, wo das Näpfchen so aussieht, ist einfach super.
Ja. Ah, okay. Seine Bestellung mit der Mutter. Blüschelkoten. Wir müssen hoffen, dass Trixie nicht zuguckt, aber das ist eh nicht so der Streamgucker. Was ich hoffe? Hä? Habe ich gerade irgendwas erzählt, dass ich was hoffe? Essential, darauf gibt es keine Antwort. Damit der Schal jeden beglückt, der ihn trägt. Die Frage können Sie selber lesen, die lese ich nicht vor. Unfassbar, ey. Gut, ne? Erlaubt es, was gefällt. Ja. Richtig. Man hört auch mit jeder Kugel in Zukunft immer ein Plopp. aus deiner Richtung. Plopp. Muss nicht mal alles verlaufen. Ja. Oder ein Ha. Habe ich vergessen, du hast irgendwie im Flow geredet. Der Mann ist alt, der vergisst schon mal Sachen. Das hoffe ich. Ja. Du hast Deutsch reich werden, ja, hoffe ich auch. Ach so, hoffentlich hat Trixie das nicht gesehen, genau. Trixie ist Arbeitskollegin und so eine Art Chefin, glaube ich, von dir. Und für die sucht sie gerade ein Geschenk raus. Und ich hoffe, dass sie den Stream nicht guckt. Sonst wüsste sie das ja. So, aber sie guckt keine Streams, glaube ich. Das wäre schon cool, so ein Ofen für 35 Euro, weil das sah echt gut aus. 8 kW, überleg mal. Ja, da müssen wir aber in der Kleinanzeige stöbern. Ich frage einfach Schrödi, wenn er da was hat. Wir haben jetzt noch 2-3 Monate Zeit, beziehungsweise mehr, weil die Heizperiode dann ja rum ist. Du meinst, dass wir für den nächsten Herbst haben? Genau, ja, ich denke schon. Und 8 kW, das wäre so wie. Ne, der jetzt drin ist, hat glaube ich 7 kW oder was hat er gemeint? Irgendwie sowas. Ja, der hat glaube ich gerade die 4, dass der nicht tot heizt schon fast. Ja. Was denke ich mir schon, dass die Preise völlig überteuert sind und die Leute halt keine Ahnung haben, für wie günstig du eigentlich schon einen guten Ofen haben kannst mit Zulassung.
Das heißt ja witzig, das Lied, das jetzt kommt. Kick Ass. Okay, er singt auch das, wie das Lied heißt. Wolle Bobbel. Hallo Sleep Ask. Nee, das heißt ja gar nicht Sleep Ask. Weil Ask schreibt man doch mit K, oder? Ja. Ja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Witzig, dass man Stricken eigentlich nicht verlernt, gell? Aber wenn man es jetzt ein Weilchen nicht gemacht hat, ist wie Fahrradfahren. So langsam nimmt Gestalt an. Oh, schnell. Kannst du mein Handy holen? Guck, ob das funktioniert, wenn ich hier auf AFK gehe. Zurück. Ja, komm gleich.
Gut. Kann es weitergehen. Oh, du hast noch nichts auf dem Handy. Ja. Mama ist stolz auf meine Strickkünste, Papa geschrieben. Was sind das für ein Elch? Ach, wollen sie einkaufen? Witzig. Ein klavierspielender Elch, Rentier, Dingsbums. Sieht man das? Wahrscheinlich schlecht, oder? Ja, vielleicht. Gut. Ihr könnt übrigens gerne auch ins Discord kommen, wir freuen uns über ja, Plaudereien, oder? Gerne auch auf Schwäbisch.
Und bei dir so? Ja. 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 Strickt. Jenny strickt immer mit der Strickliesel, hat sie erzählt. Mhm. Das ist was, was ich nicht kann. Können wir normal. Kann ich auch. Habe ich so als Kind mal gemacht, aber ich habe in der Grundschule das haben wir das einmal gemacht, aber das kann ich irgendwie nicht. Nicht weinen. Okay. Sonst macht mich das wieder an. Ja. Unangebrachterweise, ja. Hm.
Weißt du, das Witzige ist, je länger der Schal wird, desto kleiner wird der Wollepoppel. Das ist was. Ja, krass, oder? Technik, die begeistert. Ja, das stimmt, was das Angel schreibt. Auf alten Fotos sieht man auch jünger aus. Ja, krass, oder? Nö. Das ist der Hammer. Alter, tolle Detektivarbeit. Ja. Und nachts ist kälter als draußen. Nee. Doch. Jetzt mach keine Witze hier. Ja. Und wenn man rote Beete isst, hat man rotes Pipi. Oder rötlich. Computer, erzähl einen Witz. Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und fragt, haben Sie auch Flip-Flops? Oh je. Da mal was trinken, weil es ist ja so trockene Luft, das sind schon. Wer ist diese Eva? Prost.
Boah, was ist denn das für Musik, ey? Ist ja fast schon Richtung Heavy Metal oder so. So kein Rock mehr. Na gut. Das ist ja fast schon Hose, das ist doch kein Rock mehr. Metalcore würde ich sogar einordnen. Ein bisschen zu krass. Was gibt's noch so? Indie, was ist denn Indie? Was ich jetzt auch noch nicht oder sehr selten gemacht habe, ist nach Strickmuster stricken. Das ist auch spannend, glaube ich. Wenn das dann so Motive ergibt.
Ich hoffe, der Poppel reicht für den Schal. Langsam beschleichen mich Zweifel. Ach, erinnerst du mich dran, dass ich Mini von der Animal Crossing Freundesliste streich? Nicht, dass die. Von was? Von der Animal Crossing Freundesliste. Ja, hab ich schon gemacht. Okay. Ja, ist schade, wenn man seine Freunde so verrät. Für irgendeine Ische. Nee, jetzt war Ische irgendwas gesagt. Ja, weil de, deine Meinung. Nee, ich, ohne Witz, ich wette, das stimmt überhaupt nicht. So was Schlimmes kann ich gar nicht. Weil du kein Blatt von den Mund nimmst und sie das nicht abkönnen, oder was? Nee, weil aber sie die Wahrheit nicht abkönnen. Das kann ich gar nicht gesagt haben. Hm. Nur, dann hätte ich an ihrer Stelle mal hinterfragen, ob das überhaupt stimmt. Ja. Naja. Denk dran, 3 Monate. Das macht das aber nicht besser. Ja, klar, aber irgendwie schon. Ja. Ja. Also. Oh, Apfel oder Banane, Leckerli? Eher Nanane. Ja, wollte sagen Nanane. Dann riecht sie wieder nach Haribo und Nanane. Oder was hättest du jetzt dem ersten Gefühl nachgenommen, Jenny? Ja. Es hat klar die Musik erkannt, die hier läuft. Okay. Das ist ja witzig. Ja, mir ist das überhaupt kein Begriff, aber. Gut. Ist ja nur, dass ein bisschen Hintergrundgedudel ist.
muss mal gucken, wo die Tüte von deiner Mama ist mit der Wolle. Ich dachte, die wäre hier mit drin, aber da war nur ein Bettbezug noch drin. Deswegen war die so voll. Ich dachte, da wäre noch die restliche Wolle drin. Aber da war nur der Boppel hier. Weil daraus wollte ich ja die Fransen noch machen für den Schal. Hier hinten irgendwo. Da. Ja. Der dann auch verlost wird. Aber bis der verlost wird, der da hinten, ist noch ein langer Weg. Wir sind jetzt bei 6 von 25, also wir haben gerade mal einen guten Fünftel. Und dann steht auch wieder ein neuer Emote-Slot zur Wahl. Also in der Heimat hat es keinen Schnee. Jedenfalls bei Jenny nicht. Tatsächlich eng werden, dass das für ein Schal reicht. Dann muss ich mir überlegen, was ich sonst draus mache. Oder ich mache noch schmäler, dass ich quasi zwei Maschen weglasse, aber. Das sehen wir noch überlegen. Mache ich mir noch keine Gedanken über ungelegte Eier. Ah, sehr schön. Essential hat die richtige 7-Up-Mischung gefunden. Ah, das ist gut. 2 Liter Sirup auf einen halben Liter Sprudel. Ah. Ja. So mögen wir das, genau.
Er hat es bestellt. Sehr schön. Kriegt Elina Nane Leckerli. Großbestellung. Ja, das könnte beim Hund schnell mal passieren, glaube ich. Das gibt es ja bei Henry schnell. Ja. Henry ist übrigens ihr leichtgewichtiger Kater. Oh. Er würde Garfield alle Ehre machen. Ja. Er hasst Montage und liebt Lasagne. Zumindest das Hack aus der Lasagne mag. Und er macht beim Adventskalender direkt gern alle Türchen auf. Das war der Hammer. Das muss ich gleich kurz zeigen. Nach dieser Reihe. Nach der nächsten Maus. Und zwar saß er auf dem Tisch hier so. Unter ihm der Adventskalender für Katzen. Und wir haben nur gehört, knack, knack, knack. Und dann gucke ich rüber und dann saß er so drauf. Auf dem Adventskalender. Er versucht die Dinger rauszukriegen. So. Mit Katzenleckerli drin. Ja. Katzen-Adventskalender. Und wir waren so kühn und haben ihn auf dem Esstisch liegen lassen. Unser. Was war denn ein fataler Fehler? Und das ist halt ein Brummer, der ist schon so, ja, das ist schon so groß. Ist schon ein guter Abfabello, ja. Wildkatzenhybrid. Ja klar, meine Eltern haben den schon gesehen, als sie mal da, wann war die mal da? Ostern? Nee. Ja doch. Ne? Doch, ja, Ostern. Weil er jetzt ja noch mehr Brummer ist mit seinem Winterfell. Nee, jetzt hat er schon explodiert aus. Ja. Jetzt sieht er sogar schlimmer aus, als er ist. Also ich glaube, es könnte schon vielleicht schon reichen für einen Schal auf eine sehr kleine Person. Mit einem sehr dünnen Hals. Ibims 1,20. Genau. Sind aber nicht so ganz deine Farben, glaube ich, Essential, oder? Wobei meine Kamera, also die kleine hier, ist farbechter. Das entspricht eher der Wirklichkeit, die Farben, die da dargestellt sind. Die große Cam hat ein bisschen einen leichten Gelbstich. Sweatshirt? Nee. Moment. Achso, bist es du? Ich dachte, es wäre irgend so ein Gangster-Rapper oder so. Sieht man leider nur so klein. Hä, das bist doch nicht du. Achso, das bist doch nicht du. Da steht nur Essential drauf. Okay. So viel Bart hast du nicht, hättest du vielleicht dann. Huch. Radau. Ist nur der Neid hier.
Okay. Will ich's wissen? Samstag müsste dein Geschenk kommen. Warum? Ja, wieder richtig geraten, Essential. Ja, klar, kriegst du es erst Weihnachten. Ja, also ich kann es mir leicht, aber was kommt. Solange es vor Weihnachten kommt. Sicherheitsschuhe und die Schneekugel für Mama immer noch auf dem Weg irgendwo hin. Ja. Nur in meinen Träumen, Essential. Wenn du verstehst. Ich habe mal nochmal so eine Frage zum drüber nachdenken. Warum wird das Christkind eigentlich immer oder so gut wie immer von Frauen dargestellt? Das war doch ein Mann. Nee, das wird engelhaft, also geschlechtsneutral dargestellt. Ach so, okay. Es ist androgyn. Androgyn. Es ist Hermaphrodit. Solange es nicht Hermes ist, weil sonst kommt es nie an. Hehe, immerhin als Flügel. Wenn auch nicht an den Schuhen. Hermes E. ist einer von den vier Reitern der modernen Apokalypse. Der lieferte Sattelzeug. Erstmal nicht falsch. Die Band heißt so witzig. Half an Orange. Ja, halb rum reicht schon. Ja, kann sein, wenn es nicht reicht, müssen wir es halt den ganzen Schal nochmal auf. Fiddeln und zwei Maschen weniger machen oder eine Masche weniger machen. Aber das gucken wir dann.
Und hast du was gefunden für Trixi? Was denn? Ah. Eine Turtle in einer fliegenden Untertasse. Alien Turtle quasi. Jetzt mal eine Pause für die Arme. Was trinken? Prost. Das ist Restevernichtung, Jenny. Ich weiß, dass das kein Tee ist. Restbestände. Okay, viel Spaß. Was guckst du denn bei Netflix? Danke, den wünsche ich dir auch. Oder euch. Gehen wir davon aus, Essential guckt mit. Ach so, und danke für die Nanane an Eddie. Icarus kenne ich nicht. Also ich kenne die Geschichte hinter Icarus, aber... Persönlich sollst du den ja auch nicht kennen. Ja. Den hast du schon nicht kennengelernt. Nee, ja. Kannst du nichts mit anfangen. Mein Adler bei Essential Greed heißt... Icarus. Aber mit O, Icarus. Ja, Big Bang Theory ist ein bisschen Wehmut mit dabei, weil da jetzt ja die finale Staffel war. Da haben wir, ich glaube, alle Folgen geguckt jetzt, gell? Schade, dass sie aufhört. Das war eigentlich eine coole Serie. Ja, wobei, nee, sie wurde schwach gegen Ende. War eigentlich gut, dass sie zu Ende ging. Ja? Ja. Ich fand es immer sehr nerdy und für mich war das genau die richtige Serie. Ist auch geil, wie die anfängt. Die fängt ja damit an, dass sie in der Samenbank sind und Geld verdienen wollen damit.
für ich weiß gerade nicht was. Und dann feststellen, oh, das kriegen wir doch nicht hin. Warum kriege ich für Kanäle, bei denen ich gerade gar nicht zugucke, ein Abo geschenkt? Immer wieder schon. Schon wieder jetzt gerade vor ein paar Sekunden. Ja gut. Mir soll es recht sein. Beschwer mich nicht. Ich meine, ich habe da ein paar Mal zugeguckt jetzt in der Vergangenheit, aber. Aktuell halt nicht. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Auf meine Werkstatt. Oh, da freue ich mich so drauf. Da wird es dann vielleicht mal den ein oder anderen Schemel geben, der dann rumsteht. Was ja für dich von Vorteil ist, weil du dann an Fächer, die oben sind, rankommst. Ich will auf jeden Fall viel mit Holz machen. Holz und Ton. Was machst du? Ah. Okay.
Liegt ganz schön auf die Arme, das denkt man gar nicht. Ja, das war mein Papa. Gruß geht raus auch an Mama, die scheint es noch zuguckt. Wie hier ein Schal entsteht, der so schön ganz gute Länge hat, aber ich habe so Sorge, dass das Garn trotzdem nicht reicht. Na, schauen wir mal. Hallo. Hallo. Jenny, falls du das noch hörst, du meintest ja, du seist AFK, hast du zurzeit wieder Frühschicht oder? Geh mal davon aus, dass da ist. Ich wollte das letzte Mal schon sagen, wenn sich was ändert, sag ich's dir. Boah! Hey! Psst! Hey! Ich dich auch! Ekelhaft! Was ist für dich Abfall? Liebe. Achso, dachte. Das war Erdbeerkäse. Nachmachen.
Ach, übermorgen kommt der Cyberpunk raus, glaub, gell? 10. meine ich. Würde ich mir aber nicht holen. So wie Assassin's Creed Valhalla völlig überteuert sein. Kann man sich ja irgendwann mal gönnen. Ja. Ich muss jetzt nicht auf den Hypezug da aufspringen. Ja. Das haben wir gemerkt bei Hitman 2. Was passiert, wenn man auf den Hype-Train aufspringt? So sieht's nämlich aus. Langsam wird das Schal echt schwer, das merkt man echt. Wenn man nicht mehr gestrickt hat, weiß man, was er da wieder für Muskeln braucht. Friendly Fire haben sie die Million geknackt. Okay, cool. 1,3 Millionen. Und wir sehen davon keinen Cent. Also ich fand, ich hab's ja gehostet oder geratet und ich fand's, mach ja normal nicht so große Kanäle, aber ich fand's schwer langweilig, was sie da gemacht haben zu der Zeit. Was haben sie gemacht? Irgendwelche, hier errate, was auf meiner Stirn steht, wer ich bin, Dingsbums, weißt du, sowas. Und das halt als Werbung für Gamingstühle, weil das war als Glätt hier an der Schulterdings dran, weißt du? Wie so ein Schulterabzeichen. Ja. Und dann haben sie ja Verstecken gespielt und ach, Bruno. Verstecken gespielt ohne Mundschutz. Was wir noch mal erwähnt haben. Ich denke, ich mache noch bis kurz vor 9 oder so und dann mache ich was anderes.
Was ist? Wo du bedrückt geguckt hast. Nee, ich hab nachdenklich. Ja, bedrückt. Bedrückt nachdenklich. Weißt du, was der Chef von Amazon gerade macht? Lachen. Macht er. Ja. Ist egal, zu welcher Zeit man das fragt. Ich kenne auch kein Video auf YouTube oder irgendwo oder in Nachrichten, wo er nicht lacht. Du das? Okay. Ach. Das ist sogar die richtige. Papa hat gerade was geschickt. Sieht man es nicht. Wolle Nachschub. Hat noch 6 Boppel Wolle. Mama hat 6 Boppel Wolle gefunden. Soll ich sie morgen wegschicken? Jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit dem Knäuel noch kommen. Ob das reicht, ansonsten melde ich mich. Poppelwolle. Es ist halt die Frage, ob die richtige Größe hat. Von der Farbe her wird es passen. Aber das sind ja die großen Bonbons. Die großen Poppel. Die habe ich wie kleine. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob die passt. Hallo Sephira. Willkommen zurück.
Kampf verpennt, willst du sehen. Probleme habe ich. Junge, weißt du, der steht da hinten und macht nix. Jäger, ey. Jäger. Da gibt's nur eins, in die Nähe des Jägers gehen und dann verblassen zünden. Weißt du als Schattendings verblassen? Weiß gar nicht. Nicht? Hättest du ja auch nicht gedacht, dass du die Priesterin mal so hoch spielst, oder? Nee. Irgendwie hat mir das voll Fun auf einmal gemacht. Ja, witzig. Herr Priester ist ja auch, ich glaube, mit in den Top 3 bei den Schadensklassen. Ja, aber so gut spiele ich den. Wir machen einfach Spaß. Das ist ja so ein Gag-Charakter. Ja. Ein paar Paladose hast du ja auch noch, gell? Du doch eine Länge, die. Oh, sorry, Mikro. Ist mein Popfilter durchstochen? Nein. Die Stricknadel. So. Gut. Popschutz heißt nicht Popfilter. Da gibt es, glaube ich, beides. Egal. Prost.
So, ein paar Minütchen mache ich noch. Und dann schicke ich euch rüber zum Gucken. Kinada, der malt gerade an seinem Cyberpunk-Bild weiter. Oh je, da kommen die ganzen Bots wieder. Ich denke, wir brauchen die Extrawolle noch, wenn es denn die richtige Größe ist, was ich jetzt mal hoffe. Also es sind die, die ungefähr 3 cm lang sind. Ja, so. Ungefähr 3 cm hier in der Länge, Pomponlänge. Und die kleinen, die sind ja nur vielleicht höchstens 1,5 cm in der Länge. Gut. Ich denke, wir machen hier erstmal Päuschen. Wir sind ein ganz schönes Stück weit gekommen heute. Sind aber auch schon fast 2 Stunden voll jetzt. Ist ein bisschen Entschleunigung abends. Ist vielleicht schlecht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Mal ein bisschen Pause hier. Und
Ja, ich sag schon mal Ciao mit V, auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich freue mich, wenn du noch kurz hier bleibst für den Raid, den ich vorhab. Wir wollen ja den guten Kinada Art raiden. Der malt gerade ein Bild für Cyberpunk. Und das ist sehr cool, was der da mit Pastellkreide zaubert. Das schicke ich euch gleich hin. Auf jeden Fall jetzt erstmal wie immer der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube. Und dort werde ich wie immer das Video vom Stream hochladen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Schreibt gerne rein, was euch gefallen hat. Schreibt aber auch rein, ob ihr denn auch mal was von mir gestrickt oder ja, sonst irgendwie gekraftet haben wollt. Oder schreibt eure Ideen rein, Strickmuster, was auch immer. Alles in die YouTube-Kommentare reinpacken. Ich freue mich drüber. Genau. So. Jetzt schicke ich euch rüber zum guten Kinada Art. Ich wünsche euch viel Spaß dort. Lasst bitte auf jeden Fall einen Gruß von mir da. Und wenn euch gefällt, was ihr dort seht, wovon ich ausgehe, weil es wirklich ein toller Typ, richtig entspannt und ganz lieb, dann lasst ihm doch bitte auch einen Follow da, wenn ihr es noch nicht habt. Da freut er sich ganz bestimmt. Und ich sage dann schon mal tschö und bis zum nächsten Mal, was denn morgen wahrscheinlich wieder Mittag sein wird. Wahrscheinlich stricken wir dann weiter. Wir gucken mal. Ansonsten malen wir vielleicht was oder es geht wieder in den Wilden Westen. Ich lasse es mal noch offen. Auf jeden Fall denke ich, mittags bin ich wieder am Start für euch. Nach erledigtem Haushalt. Und ja. Auf jeden Fall aber dann abends plus minus 8 so zur gewohnten Zeit. Und freue mich, wenn ihr dann wieder mit reinschaut, wenn wir zusammen wieder eine schöne Zeit haben können und zusammen den Tag ausklingen lassen können dann abends. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und schlaft nachher dann gut. Und ich sag tschö mit Ö, euer Imbabwe.